So, liebe Leute, hier bin ich wieder und ihr seht, unten in meiner Leiste habe ich wieder jede Menge Kram. Und wir werden heute einen Polarbären in die Falle locken. 72 ist es nicht gerade das höchste Level, aber das ist auch egal. Die Falle funktioniert ja bei jedem Level. So, wir brauchen 6 Foundations, 16 Doorframes, ein Tor und einmal das. Und zu guter Letzt brauchen wir noch eine Bärenfalle für den Bären. Ich habe hier eine stinknormale Flinte mit 50 Darts dabei. Und selbstverständlich habe ich Honig dabei. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. So, ich sehe mir dann nichts, so wie es sich gehört. So, das war ja beim Pullover ja schon schlimm genug. So. Und das wär's. Na, man sieht hier wieder gar nichts. So. Boah, diese Sicht ist nicht gerade die angenehmste. Man muss natürlich aufpassen, die Viecher sind sehr stark. So. Das war's dann erstmal. Wir können die Tiere zwar nicht packen. Oh. Wir können zwar auch auf PvE die Tiere nicht packen. Pfeifen wollte ich nicht, aber wir können sie ziehen. Und da ist das, was ich hier mache, in wo auf Evaluation würde sie wahrscheinlich nicht funktionieren, aber da kann man sicher dann anderweitig. Na, bist du aggressiv? Was ist los? So, das war's auch schon. Für Ration kann man sich dann ja mit den Ravager hier rüber handeln. Die Dinger sind ja mega, können ja mega weit springen und sind mega schnell. Wichtig ist nur, dass man eine Flinte dabei hat. Einer der wenigen Tiere, bei denen ich sage, nimmt eine Flinte. Weil mit der Armbrust ist die Tötungswahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Guck mal. Ja, bist auf passiv. Man weiß ja nie. Ich hoffe, die Pfeile reichen, aber sollten eigentlich. Wir sind ja natürlich mitten im Schneegebiet. Das ist der einzige Ort, wo man sie findet. Ich meine, die wären Ragnarok exklusiv. Ich bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher. Deswegen lehne ich mich da nicht zu sehr aus dem Fenster. Möchte ich mich da nicht zu sehr auf dem Fenster lehnen. Das war nichts. Wie viel Leben hast du eigentlich? Ah je. Selbst mit Darts könnte das gefährlich werden. So, es kann eine Weile dauern. Ich hoffe, ich bringe das Viech nicht um. Oh, wir müssen aufpassen, dass ich nicht das Mammut aus Versehen anschieße, denn dann habe ich Probleme. Die Kopftreffer haben die also keine. Ei, das Mammut gefällt mir nicht. Bin zu nah. Ja, dreh ab.
Die Frage, hast du wenig Leben? Oh, wow. Ah, hat Leben reicht. So. Weiß nur nicht, wie viele Treffer er jetzt noch benötigt. Der ist jedenfalls jetzt nicht mehr aggressiv. Das ist eigentlich alles in Ordnung. Ich muss nur aufpassen, dass ich ihn nicht, das Mammut nicht treffe. Schön in den Hintern reinballern. Sind echt schön, diese Polarbären. Wobei es nichts weiter als Farb. Ja, trampel über meinen Vogel rüber. Im Prinzip ist da nichts weiter als ein stinknormaler. Aha. Und das gute Stückchen liegt. So, das war's mal, Leute. Wir haben unseren Honig dabei. Man kann auch Hammelfleisch nehmen oder Narkotika habe ich auch dabei. Man weiß ja nie. Weiß nicht, wie lange das jetzt dauert. So, Honig geht das, glaube ich, recht schnell. Ja, diese. Ich habe die Flinte benutzt und das Ding hat schon die Hälfte des Lebens verloren. Mit einer Armbrust wäre das Ding jetzt schon tot. Das schafft man einfach nicht. So. Unsere guten. Ich meine, ich hätte eine bessere gehabt. Immer noch. So. Wir haben jetzt 26 Pfeile gebaut. Also eigentlich 25. Denn wir haben einmal daneben geschossen, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Das sieht doch ganz gut aus. Ich weiß nur nicht, ab wann die fressen. Vielleicht sind sie auch instant getämt. Oh, meine Güte. Also, ach, das ist der Topo. Man weiß ja nie. Muss nur aufpassen, dass hier kein Bär ist. Kein Wolf ist. Kein Wolfsrudel, besser gesagt, denn die schnetzen sich ja durch alles nieder. Vor allem nach dem TLC sind sie ja. Da ist gerade einer aufgeploppt. Der war gerade noch nicht da. Da, ist das Männchen. Er ist da gerade gespawnt oder ich habe ihn bisher nur übersehen. So, bei 50 fressen sie schon mal nicht. Wir sind jetzt schon bei 45. Komm, wir machen noch bis 100. Dann müsste das Tierchen ja auch fertig sein. Fertig sein, also dann werde ich mal einen kleinen Schnitt machen, bis das Tier fertig ist. Und dann mache ich noch einmal einen Schnitt und zeige euch, wofür die denn so praktisch sind. Zum Glück wohne ich nicht weit von hier. Das Ding ist nur 72. Ja, vielleicht nehme ich auch einen meiner höherleveligen Bären, die ich bereits habe, und zeige es dort damit. Ah, gucken. Weil mit denen kann man ja jetzt super einfach Honig farmen. Mal gucken. Wir gucken das einfach mal an. Da, guckt mal an. 36, ha. Wunderbar. Der hat es bei ungefähr 200 gefressen. Oder bei 100? Naja. Ich würde jedenfalls sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das Tierchen kurz davor ist. Und bis gleich. So, liebe Leute, hier bin ich wieder. Und die gute Dame müsste jeden Moment fertig sein. Und tada! Ja, Namen weiß ich jetzt keinen. Den Honig nehme ich, glaube ich, den mal wieder. Du kannst dich von Fleisch ernähren. So. Und zwar 225% Damage. Die Dinger sind einfach richtig stark. Und ich würde fast behaupten, ich habe jetzt leider keinen Sattel dabei. Jetzt würde ich mal kurz mit denen kämpfen. Ich würde sagen, hier mache ich jetzt mal einen kleinen Schnitt. Und hier mache ich einen kleinen Schnitt.
Und wir sehen uns dann gleich wieder auf den Rücken des guten Tieres. Bis gleich. So, liebe Leute, hier bin ich zurück mit anderen Klamotten und immer noch mit den tollen Bären hier. Und wie ihr unten erkennen könnt, steht da Bee Protection, also Bienenschutz. Und wir können nämlich jetzt dank des neuen TLCs, den sieht ja auch richtig cool aus, einfach problemlos Bienen sammeln. Irgendwie. Na, ich glaube, der Bienenstock hier ist ein bisschen blöd. Gucken wir mal, ob wir uns da durchkämpfen können. Nein, können wir nicht. Zu denen kommen wir also nicht. Aber hier sind ja noch mehr Bienenstöcke. Vielleicht haben wir... ein Vulture? Da oben ist schon wieder einer. Ein Tick vor Honig. Nee, das war's nicht. Vielleicht klappt das dann doch bei den anderen Bienenstock. Der ist ja definitiv zu weit. Ich dachte echt, da würde dann E oder sowas stehen. Aber ich habe das dann irgendwie falsch in Erinnerung. Vielleicht geht das ja doch. Irgendwie klappt das aber nicht. Wird ja auch nicht abgeworfen. Es hat seine Vorzüge. Meine Güte. Wir lassen das mal so sein. Selbst meine 1080 Ti geht damit in die Knie. Wenn der jetzt hier zu viel... Königin, wenn ich das so mache. Mann. Das ist irgendwie das Problem hier an Ragnarok. Die Viecher sind einfach zu extrem. Aber immerhin, durch den Bären haben wir den Vorteil, dass wir von unseren Tieren nicht abgeworfen werden. Wir wollen was austesten. Ah, komm. Mach den Scheiß. Irgendwie sehr verbuggt, die Serie. Naja, ich glaube, da wird nichts mehr. Haben wir noch hier irgendwo was Honigmäßiges? Naja, aber der größte Vorteil, das, was ich hier gerade mache, geht über auch für die normalen Bären. Nicht nur die Polarbären können das. Und zwar, ihr könnt auch Fiber sammeln. Das darf man auch nicht vergessen. Einer der wenigen Tiere, die Fiber farmen.
Und das gar nicht mal so schlecht. So, wir gehen hier mal ein paar Büsche ab und tada, wir haben schon fast 1000 Fiber. Und das, obwohl ich an den Einstellungen nichts geschraubt habe. Das ist wirklich ein 72er Deerbier. Und den findet man auch unter normalen Einstellungen. Der hat jetzt 233er Damage. Können wir mal nachgucken, was der wirklich an Damage macht gegen so einen. Na gut, gegen Vulture ist immer so eine Sache. Weil. Die können ja einmal so, einmal beißen und einmal mit der Pfote. Ich glaube, mit der Pfote war das. Ja. 151. 116. Ja, meine Rüstung ist gerade kaputt gegangen, weil die Viecher greifen einen ja da. Einen ja direkt an. Nämlich genauso wie die Morphodons, die den Speeder direkt angreifen. Was sie sehr gefährlich machen lässt. Naja, aber eine sehr interessante Sache, die ich generell an Bären immer so lieb finde, ist, dass sie schnell sind. Die werden immer schneller. Wenn du nirgendwo gegenstößt, die werden schnell ohne Ende. Schade, jetzt habe ich den Faden verloren. Naja. Jedenfalls, diese Geschwindigkeit macht den Bären durchaus so einen relativ schnellen Tier. Ein gutes Reittier. Ja gut, irgendwann hat er seine Maximalgeschwindigkeit erreicht, aber es macht richtig. Okay, jetzt war die Ausdauer im Eimer. Was ist denn für ein Argentavis? Interessante Farbe. So, komm, die machen wir noch platt und dann ist, glaube ich, auch finito. So, 208 war die. Meiner ist nicht ansatzweise so hoch. Also ihr seht, die Viecher machen auch ordentlich Damage. Ich glaube, die haben einen Basisschaden von 40 mit dem Biss. Und mit der Pranke sind das, glaube ich, 60 oder sowas. Also so praktisch so stark wie ein T-Rex. So. So. Auf jeden Fall. Das war's für heute. Ihr habt, denke ich mal, eindeutig herausgefunden, wie einfach es ist, so einen Bären zu fangen. Es geht auch auf Aberration. Dort gibt es zwar jetzt keine Argentavis, mit der ich die Tiere hinter mir herziehen kann, aber dort gibt es sowas Schönes wie Ravenger, mit der man problemlos einfach mal drüber hüpfen kann. Und dann. Ja, und dann hat man. Blödes Mistvieh. So, und wieder ein Level up. Noch mit diesem Gewunkel würde ich sagen, das war's für heute. Ihr habt jetzt gesehen, wie einfach man einen Bären fangen kann. Mit dem Ravager auf Aberration geht das eigentlich genauso gut. Die springen ja wie die Bekloppten. Springen die Viecher über die Falle einfach mal rüber. Und hier ist es mit einer Argentavis oder irgendeinem anderen Flugtier einfach hinterher, einfach in die Falle reinlocken. Nur nicht selbst in die Falle landen, das wäre ziemlich blöd. Und ja, ich sage dann schon mal ciao und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!